Hallo, liebe Gemeindefamilie. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Pfingst-Online-Gottesdienst 2020. Pfingsten ist doch eigentlich auch wieder so ein Fest voller Freude. Jedes Jahr feiern wir wieder, dass Gott in einem gewaltigen Brausen auf seine Jünger seinen Geist ausgegossen hat. Seitdem bekommt jeder Mensch, der Jesus in seinem Leben aufnimmt, dieses gewaltigste Geschenk des ganzen Universums. Er schenkt dir seinen Geist. Sein Geist lebt in dir. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe sein Wirken, sein Brausen, sein Säuseln, sein Trösten, sein Lachen und sein Werben um mein Herz und um dein Herz. Ohne ihn möchte ich nie mehr leben. Letzten Sonntag haben wir uns das erste Mal wieder in einem Gottesdienst vor Ort getroffen und es war so schön, einige von euch wiederzusehen. Diesen Sonntag wird es wieder so sein und wir freuen uns schon sehr darauf, einige von euch hier zu begrüßen. Allen anderen wünschen wir ganz viel Freude bei diesem Pfingst-Online-Gottesdienst in euren Wohnzimmern mit der Predigt von Ruben und einem wundervollen Lobpreissong sowie wieder mal ein geniales Programm für unsere Teens und unsere Kids. Viel Spaß dabei! Und tatsächlich haben wir endlich wieder, O-Ton Doro, endlich haben wir wieder Ansagen! Zwei Ansagen für euch. Nächste Woche findet tatsächlich Zeit mit Gott hier in unseren Räumlichkeiten wieder statt. Ihr könnt euch dazu genauso anmelden wie zu einem Online-Gottesdienst sonntags. In unserem Newsletter findet ihr alles dazu. Wir freuen uns auf euch. Und dann findet am 27. Juni ein Tanzworkshop mit Sarah statt. In einem Garten draußen. Auch dort habt ihr alles in dem Newsletter bekommen, was ihr dazu braucht. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig schöne Gelegenheit, Gott ganz besonders zu erleben und auch miteinander richtig, richtig viel Freude am Tanz zu erleben. Wie immer freuen wir uns, von dir zu hören oder auch für dich zu beten. Auch wenn du Gott noch gar nicht kennst, melde dich bei uns. Unsere E-Mail-Adressen werden hier eingeblendet. Möchtest du gerne deine Kollekte wie immer und jeden Sonntag geben, dann kannst du hier gerne spenden. Und jetzt wünsche ich euch ein richtig wundervolles Pfingstwochenende.